Einen wunderschönen Tag euch hier aus dem großen Shanghai. Für mich seit langer Zeit mal wieder ein neues Video. Ich habe hier 3 Monate verbracht, das ist jetzt die letzte Woche und für mich geht es bald wieder zurück nach Stuttgart. Aber vorher wollte ich euch einfach noch mal ein paar Einblicke gewähren. Als allererstes hier eine kleine Roomtour. Und zwar befinde ich mich gerade vor dem Gebäude unseres Apartments hier, des Model Apartments. Wenn ihr schaut, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es sind 20 Stockwerke. Und es ist so eine Art Hinterhof. Also wie gesagt, Shanghai hat 25 Millionen Einwohner. Da gibt es einiges zu sehen. Und innerhalb der 3 Monate habe ich mich im Gegensatz zu Mailand gar nicht zurechtgefunden. Aber naja, lasst uns reingehen und dann seht ihr drinnen mehr. Seid aber vorab schon mal gewarnt. Und zwar, ja, chinesische Agenturen kümmern sich nicht wirklich um ihre Models. Das heißt, sie interessiert nicht wirklich, was wir da drin machen. Also dementsprechend sieht es da drin auch aus. Ich bin gerade am Packen, das heißt, auch mein Platz ist nicht der sauberste. Aber seid gespannt und ich hoffe, eure Unterkiefer klappen auf dem Boden. So, hereinspaziert in das schöne Apartment. So, ihr seht hier schon die ersten Modelkollegen. Das hier ist der Eingangsbereich. Ihr habt hier vorne zur rechten Seite, linken, ich weiß nicht, wie ihr das seht, unseren Essbereich. Hier einer der Modelkollegen. Es ist ausschließlich ein Jungs-Apartment, was in Shanghai in der Regel eigentlich nicht so ist. Das heißt, es gibt sowohl Jungs als auch Mädels in den Apartments. Wir haben jetzt eine Freundin hier zu Besuch, Modelkollegin, die hier sitzt. Und ihr seht das Chaos in diesem Wohnzimmer. Der Fernseher funktioniert nicht und passt auf, diese Wand wurde von uns bemalt, beziehungsweise nicht von mir, von den Kollegen hier. Aber das Apartment ist nur vermietet und trotzdem wird hier sowas hier veranstaltet. Aber ja, weiter geht's ins nächste Zimmer und zwar ist es die Küche. Auch die war zu Beginn wirklich nicht betretbar, als ich hier angekommen bin. Wir haben da ein bisschen für Ordnung gesorgt. Den Kühlschrank unter anderem sauber gemacht, weil ich habe da Fleisch drin stehen haben für einen Tag. Und das Ganze konnte man dann auch wirklich nicht mehr essen, weil es den Geruch vom Kühlschrank angenommen hat. Auch hier Chaos pur, wie gesagt. Die Agentur kümmert sich nicht wirklich darum, was wir hier machen. Aber okay. So, wir sind jetzt im Bad. Ihr habt hier alles, was man braucht. Ganz normal. Dusche im Bad, das WC und eine Waschmaschine. Zu der Waschmaschine eine kleine Info. Ihr werdet in China oder in Shanghai hier, zumindest in den Model-Apartments bei den Freunden, bei denen ich bisher war, keine Waschmaschine finden, die über 30 Grad wäscht. Das heißt, wenn eure Wäsche dreckig ist, dann müsst ihr sie vorher von Hand vorbearbeiten und erst dann in die Wäsche tun. Ich wasche gerade meine Schuhe. So, ihr seht, normalerweise bei einer 60 Grad Wäsche zu Hause in Deutschland, da sieht das Ganze dann sauber danach aus. So, das hier war eine 30 Grad Wäsche und ihr seht, die Schuhe sind, naja, immer noch irgendwie schmutzig. Okay, weiter ins nächste Zimmer, mein Zimmer. So, wir sind jetzt in meinem Zimmer. Ihr seht, das Ganze ist recht überschaulich. Hier vorne ist ein Schrank für mich und meinen Zimmernachbarn sozusagen. Und ja, Ordnung, wie gesagt, nicht großartig, weil ich hier am Packen schon bin. Die Wäsche müssen wir im Zimmer trocknen. Das sind hier die Lebensbedingungen. Aber man gewöhnt sich dran. Ich muss ehrlich zugeben, im ersten Monat bin ich gar nicht drauf klargekommen. Im zweiten Monat hat man sich dann dran gewöhnt und jetzt im dritten Monat geht's eigentlich. Also wie alles im Leben, Gewöhnungssache. Weiter geht's ins nächste Zimmer. So, wir befinden uns jetzt im Zimmer meiner Modelkollegen. Ihr seht, auch hier herrscht keine Ordnung. Die Wände sind beschrieben, die Schränke sind alles zweite Ware. Aber man gewöhnt sich dran, wie gesagt. Hier seht ihr, never give up, bitch. Gute Einstellung für Shanghai, glaube ich. Ihr seht hier oben die Klimaanlage. Eigentlich in jeder chinesischen Wohnung, Bude üblich. Die Leute kühlen im Sommer hier mit der Klimaanlage und wärmen und heizen im Winter auch damit, das heißt bis auf 30 Grad.
Zurzeit ist es relativ kalt, sodass ich zugeben muss, das Ganze funktioniert, aber es ist halt nicht das gleiche wie eine Heizung. Ne? So, das war's im Großen und Ganzen hier aus dem Model-Apartment in Shanghai. Ich nehme euch jetzt noch kurz mit in mein Zimmer und zeige euch noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mir innerhalb der letzten 3 Monate hier in Shanghai angeschafft habe. Noch ein paar kleine Stories zu jeweiligen kleinen Accessoires, aber kommt einfach mit. So, zurück in meinem Zimmer, hier auf meinem Bett. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Kleinigkeiten zur Seite gelegt, die ich euch gleich zeigen werde und zu denen ich ein paar kleine Stories erzählen werde, was mir in den letzten 3 Monaten hier in Shanghai widerfahren ist. Beginnen wir mit dieser Packung chinesischer Medikamente, die mir zu Beginn meiner Reise hier nach Shanghai sehr geholfen haben. Es ist wirklich kaum zu glauben, aber jeder zweite hier in dieser Stadt ist am Kränkeln und Husten, was sicherlich auch am großartigen Nachtleben hier liegt, von dem ich auch einiges zu Kosten bekommen habe. Zu Beginn war es allerdings gar nicht so, sondern ich bin hergekommen, wurde nach 3 Tagen Inkubationszeit, also Ansteckungszeit, krank und lag dann mit 40 Fieber im Bett, hatte eine Grippe, war noch einen ganzen weiteren Monat krank und am Husteln, sodass ich gar keinen Sport machen konnte. Also der erste Monat war im Großen und Ganzen totaler Reinfall. Ich war auch emotional am Boden, eine neue Welt, große Stadt, die ich bis heute nach 3 Monaten nicht komplett kenne, eigentlich immer noch orientierungslos bin, aber man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran, nur eine Nummer unter Millionen hier zu sein. Zu Beginn dieser 3 Monate ging es mir also körperlich, aber auch emotional beschissen, was vielleicht der Spiegel voneinander war. Privat und im persönlichen Bereich hatte ich mit vielen Dingen zu kämpfen und deswegen habe ich es auch nicht ganz geschafft, beziehungsweise bis jetzt nicht geschafft, hier irgendetwas zu filmen, weil ich diese 3 Monate einfach gebraucht habe, um mir über gewisse Dinge im Klaren zu werden und mich selbst ein wenig aufzurappeln. Und ich bin trotz all dieser Negativität positiv gestimmt weiterzumachen mit meinen Videos und anderen Dingen im privaten Bereich. Was das Ganze sein wird, werdet ihr sehen, aber abwarten. Weiter geht's mit diesem Telefon hier. Es ist verrückt, aber ich habe innerhalb dieser 3 Monate in Shanghai ganze 2 Telefone verloren. Begonnen mit meinem alten Samsung Galaxy S4. Das hier ist jetzt eines von meinem Model-Kollegen. In der ersten Woche, in der ich krank war, mit 40 Grad Fieber, im Bett lag, war ich im Krankenhaus, um eine Infusion zu bekommen. Auf dem Weg aus dem Taxi ins Krankenhaus habe ich dann mein Telefon im Taxi liegen lassen. Und das war's dann mit dem ersten Telefon. Dann kam mir die Erleuchtung. Ab sofort nehme ich jedes Mal, wenn ich aus dem Taxi steige, den Beleg mit. Weil man nur so, wirklich nur so, das Taxi zurückverfolgen kann, dort anrufen kann, wenn man denn Chinesisch spricht, und an seine Sachen wiederkommen kann. Das Problem war allerdings beim zweiten Mal. Ich war mit 5 Koffern bepackt, bin aus dem Auto gestiegen, habe mein Handy wieder liegen lassen. Ich habe den Beleg mitgenommen, aber bis ich meine Bookerin von der Agentur erreichen konnte, waren schon 3 Stunden vergangen und als sie dann das Taxi erreicht haben, war das Handy weg. Das ist also mein 3. Handy innerhalb dieser Zeit. Ihr seht, ich habe eine Menge an materiellen Verlusten gemacht, aber auch eine Menge, mit Sicherheit eine Menge dazugelernt, was das angeht. So, weiter geht's mit meinen neuen 2 Lieblingen. Diese Sony-Kamera hier, die ich mir nach circa einem Monat hier in China angeschafft habe, mit der meine neuesten Instagram-Bilder gemacht werden. Sowohl als auch diese, keine GoPro, aber eine Action-Kamera von einer chinesischen Firma, die knapp über 50 Euro kostet, aber von der Qualität her gleich ist eigentlich wie die GoPro. Wenn ihr euch Elektronik anschaffen wollt, dann macht das hier. Ihr bekommt wirklich zu einem günstigen Preis entweder Originale oder gute chinesische Marken für einen Spottpreis, also wirklich. Ihr werdet sehen, was damit alles noch gemacht wird in den kommenden Videos, aber ich habe da so einiges in Planung. Als nächstes will ich euch meine Hantel hier vorstellen. Ich und sie sind sehr, sehr gute Freunde geworden in den letzten 3 Monaten, um nicht zu sagen 2 Monaten, weil ich im ersten Monat so krank war, dass ich gar nicht trainieren konnte. Für die letzten 2 Monate habe ich mich dann entschieden, mich nicht in einem Fitnessstudio anzumelden, weil mir das einfach zu viel an Reisezeit in Anspruch nimmt. Ihr müsst euch vorstellen, egal was ihr in Shanghai machen wollt, ihr braucht einen halben Tag dafür. Das heißt, ihr könnt 2 Dinge am Tag machen. Wenn ihr
arbeitet, dann habt ihr eine Sache schon mal. Und wollt ihr euch mit einem Freund treffen, dann habt ihr die zweite Sache. Und das war's, weil ihr braucht wirklich eine halbe bis eine Stunde, bis ihr dorthin kommt, weil alles so groß ist, unvorstellbar. Ihr braucht 2 Stunden vom einen Teil der Stadt bis zum anderen. Könnt ihr euch das vorstellen? Verrückt. Um aber auf die Hantel zu sprechen zu kommen, das heißt so viel wie, ich habe 2 Monate lang nur mit Homeworkouts überlebt, habe mit Hantel hier vorne Isomatte, eine Kettlebell und Springseil trainiert und glaube, einiges an Erfahrung vor allem auch für diesen Bereich dazu gewonnen. Weil ich davor wirklich ein Fitnessstudio-Liebhaber war, es eigentlich immer noch bin, aber weiß, dass ich jetzt auch ohne auskomme und es hilft mir ganz schön, vor allem auf meinen Reisen und. So, und zu guter Letzt meiner Accessoires, zu denen ich euch Stories erzählen werde, habe ich 3 Dinge parat hier, die ihr, wenn ihr nach China oder Shanghai kommen solltet, immer bei euch haben müsst. Zum einen ist das hier, sind das Papiertücher. Das heißt, egal wo ihr euch erwischt und euch treibt aufs Klo, ihr werdet keine Papiertücher finden, sei es eine Bank oder sonst ein öffentlicher Platz, egal wie luxuriös, ihr habt keine Papiertücher, also in den meisten Fällen. Das heißt, habt die immer dabei. Sie waren meine Rettung in so vielen Fällen. Das nächste, was ihr brauchen werdet, ist Desinfektionsmittel. Ich bin kein Neurotiker und habe das auch vorher gar nicht gemacht, aber hier habt ihr nicht einmal am Tag die Möglichkeit, eure Hände mit Seife zu waschen, weil auch die öffentlichen Toiletten in China keine Seife haben. Das heißt, habt immer Desinfektionsmittel dabei. Außerdem gibt es sehr, sehr viel Essen hier, das man mit den Händen isst. Und bevor ihr anfangen wollt, hier auf der Straße, nachdem ihr einen halben Tag in Shanghai verbracht habt, mit den Händen zu essen, solltet ihr auf jeden Fall die Hände desinfizieren. Es hat mir so oft schon das Leben gerettet, nicht nur mir, sondern auch den Leuten um mich herum. Also, die waren mir mega dankbar dafür. Und zu guter Letzt ein Regenschirm. Am besten so ein zusammenklappbarer. Ihr wisst nie, wann euch hier der Regen erwischt. Und wenn er das tut, dann in Strömen. Er bringt meist auch ein Regenschirm nicht viel, aber zumindest hatte ich einen dabei. Das war's von meiner Roomtour, von den Accessoires mit den kleinen Stories dazu. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Alex ist wieder zurück im Videobusiness. Was in Zukunft folgt, werdet ihr sehen. Also bleibt schön up to date auf meinem Channel. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Ganzen wie immer einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Euer Alex.